Ich begrüße Sie im El Alcoraz, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. FC Granada gegen AEK. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Und da haben wir die Aufstellung des FC Granada. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Sie entscheiden sich auch für das konventionelle 4-4-2. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Beide mit derselben Spielanlage. Es kann sehr interessant werden. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Sebastian Larsson. Lafferty. Vokes. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Ist hier immer noch am Ball. Da kommt die Hereingabe. Da kann er erstmal klären. Gut verteidigt. Sie können den Ball abfangen. Vokes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Er hat die Chance. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sebastian Larsson. Lafferty. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Das macht er sehr gut. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren.
Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Larsson. Lafferty. Der Ball ist weg. Abstoß. Hier nochmal eine kurze Wiederholung des Führungstores. Da suchen sie jetzt die Lücke. Viel mit Auge. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Hartes Einsteigen. Das riecht nach Platzverweis. Rote Karte und das könnte jetzt ein Knackpunkt sein in diesem Spiel. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Haben das hier gut im Griff, aber jetzt könnte die Partie noch kippen. Setzt sich schön durch. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Aber dann kommt doch nichts raus. Das frühe Stören jetzt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Die Riesenchance. Gehalten. Macht er gut. Eck in den Strafraum. Ja, den muss er besser erklären. Chance zum Anschlusstreffer. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Sie gehen dazwischen. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Er nimmt erstmal das Tempo ein wenig raus. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Durchgang 2 hat begonnen.
zieht ab, macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Kurz ausgeführt. Die Gelegenheit geht gut dazwischen. Sebastian Larsson. Gute Aktion jetzt. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Da wäre Platz für den Konter. Schön dazwischen gegangen. Wolfs. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schön vorbeigekommen. Was macht er drauf? Im richtigen Moment abgesprungen. Was für eine Parade. Das ist dieses Auge, dieses klasse Timing, das ihn so stark macht. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Der Ball kommt rein. Schöner Kopf. Der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. So, jetzt die kurze Variante. Jetzt schießt er. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Jetzt wird hier gewechselt. Eine kurze Ecke. Tja, das war keine gute Flanke. Ist hier immer noch am Ball. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Sie können über den Flügel kommen. Da passt er auf und hat den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Wuchs. Und klasse durchgesetzt. Er taucht ab, geht runter und dann kommt er auch an diesen Ball. Schöne Parade.
Ecke in die Mitte. Den Schuss musste der Torhüter halten, so unplatziert wie der war. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Geblockt vom Verteidiger. Er versucht. Da passt der Klasse auf. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Die Mitspieler bieten sich an. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Chance zum Konter jetzt. Da haben sie jetzt den Ball. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nun. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. So, 3 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Da haben sie jetzt Platz. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Jetzt sind wir am Ende dieser Partie angekommen. Schlusspfiff. Und die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels. Knappe Niederlage also am Ende. Ja, da war viel Pech dabei. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.